Der Berliner Flughafen kommt wieder nicht. Bürgermeister Wowereit tritt wieder nicht zurück. Das wundert viele Menschen im Land. Warum ist vieles in Berlin so komisch? Antwort: Berlin ist eine Art Scherz. Die Produktion von großartigem und in der Regel teurem Unsinn ist bei uns genetisch veranlagt. Schon vor knapp 800 Jahren bauten wir nicht etwa wie normale Mittelaltermenschen eine Stadt, sondern, Riesenlacher, zwei Städte an der Spree. Zwei Rathäuser, zwei Kirchen, zwei Arbeitsämter, nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Und seitdem ist der Unsinn wesentlicher Teil unserer Stadtgeschichte. Einen Fußballverein beispielsweise Hertha zu nennen, eine Mauer quer durch eine ganze Stadt zu bauen, ein Stadtschloss erst zu sprengen und dann wieder aufzubauen, so einen Quatsch können nur wir. Ebenso die Spitzenidee unseres früheren Bürgermeisters Eberhard Diepken und seines Kumpels Klaus-Rüdiger Landowski, unsere komplette Landeskasse in wertlose Immobilien zu investieren. Seitdem haben wir 60 Milliarden Euro Schulden. Rekord. Jetzt braucht man ja zum Umsetzen von Ideen in der Politik eigentlich Geld. Weil es aber in Berlin gar kein Geld mehr gibt, findet bei uns Politik im eigentlichen Sinne gar nicht mehr statt. Aber egal, wir in Berlin machen uns einen Spaß daraus und machen einfach weiter mit simulierter Politik. Ähnlich wie im Kölner Karneval wählen wir regelmäßig einen Bürgermeister, der die Stadt symbolisch 5 närrische Jahre lang regieren darf. Und so wird auch die Witzveranstaltung rund um unseren neuen Flughafen verständlich. Es geht uns nicht darum, Flugzeuge starten oder sogar landen zu lassen, es geht uns ums Vergnügen. Und wenn das Vergnügen am Schluss nochmal 10 Milliarden Euro mehr kostet, was soll's? Dann kommen zu den 60 Milliarden Schulden, die wir schon haben, eben nochmal 10 dazu. Lustig. Ob Ursula von der Leyen jetzt 7 oder 8 Kinder hat, ist am Schluss doch auch egal.